So, hallo und herzlich willkommen. Heute ist Samstag, nein, Sonntag, der 31.03.2013, direkt versaut. Das ist Darkwave for Beginners Teil 67 und heute haben wir ein Sonderformat. Wir sind nämlich unterwegs mit einem speziellen Gast heute hier in der Sendung, nämlich Julia Syrer, bekannt als Uzi, Deutschlands einzige Master-Protoss-Spielerin, die auch streamt, vielleicht sogar Deutschlands einzige Master-Spielerin überhaupt. Hallo Uzi und frohe Ostern. Ja, hallo, frohe Ostern. Ja, schön, dass du kommen konntest. Freue mich sehr, dass du es heute nochmal geschafft hast, das hier extra zu Ostern, dass wir das machen können. Ja, ich habe an Ostern nichts Besseres zu tun. Als hier zu sein und ein Interview zu geben, siehst du. So kann man sehen. Ja, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Die Sendung ist im Grunde so aufgebaut, dass wir zuerst ein kleines Interview mit dir führen werden. Dann werden wir uns ein Spiel anschauen, das du freundlicherweise mitgebracht hast. Und da werden wir so ein bisschen mehr Einblick bekommen, wie du normalerweise spielst und was für Gedanken dir dabei durch den Kopf schießen. Und gegen Ende werden wir dann nochmal ein paar Fragen an dich richten und vielleicht haben dann auch ein paar Leute aus dem Chat ein paar Fragen an dich, die wir dann, wenn sie halbwegs anständig formuliert sind, auch beantworten nicht werden flamen. Möchten. Nicht flamen, genau. Das wäre im Grunde die Sache, die wir da sehen wollen. Das ist also im Grunde der Aufbau. Ja, wir können das Interview leider nur mit einer Kamera führen. Ich habe versucht, noch eine zweite Kamera aufzutreiben. Ich hatte drei Alternativen hier, die ich irgendwie hätte verwenden können, aber kein Treiber funktionierte mehr. Deswegen können wir jetzt leider das Interview nur auf diese Art führen und ich muss dir die Fragen aus dem Off stellen. Schade, es hätte so schön werden können mit all den Bildern und drum und dran, aber jetzt geht's halt nicht anders. Ja, wir beginnen im Grunde erstmal mit den normalen Standardfragen so zu deiner Person, das, was man so immer in Interviews sieht, vielleicht ein bisschen langweilig, wenn man es schon ein paar Mal gesehen hat, aber man kommt halt nicht drum rum. Man soll ja normalerweise Frauen nicht direkt nach ihrem Alter fragen, aber in diesem Falle ist es, glaube ich, ganz zweckdienlich. Wie alt bist du und wann hattest du denn das erste Mal Kontakt mit StarCraft? Und was hat dir denn besonders daran gefallen? Ich bin 28. Das ist furchtbar. Und Kontakt, das erste Mal mit StarCraft, 99 oder so, oder 98. Wie alt warst du da grob? 15. Ich könnte zurückrechnen, aber ich frage jetzt an. Ich muss das jetzt auch gerade nachdenken. 14, 15 so. Also StarCraft 1 natürlich. Ja. Und ja, das war so mein erstes Zusammentreffen mit StarCraft war damals und schlussendlich ging es erst los mit im Internet dann. Okay, wie hat das denn überhaupt, hast du das Spiel gefunden oder gesehen? Oder wie bist du naja, darauf aufmerksam geworden? Ältere Brüder halt. Ach so, okay. Und die haben, und die haben StarCraft gespielt? Ja, die haben halt alles mit nach Hause geschleppt. An Computerspielen hat man eigentlich alles gespielt. Und was hat dich dann daran so gefesselt oder fasziniert? Warum hast du dann gedacht, das will ich auch mal ausprobieren? Das RTS-Genre ist ja normalerweise für Frauen ungewöhnlich, wird ja immer wieder behauptet. Naja, ich habe schon Dune 2 gespielt und Warcraft 1 und 2. Okay, also warst quasi RTS vorbelastet. Ja, man hat halt alles gespielt damals irgendwie. Also ich habe auch viel Ego-Shooter gespielt und Adventure und alles Mögliche. Also eine Zockerin der alten Garde. Ja, das sind halt die älteren Brüder, ne? Ja. Die sind schuld. Die sind schuld. Und ja, und dann war das halt auch dabei. Jetzt ist ja StarCraft 3 draußen. Und wie viel Zeit verbringst du jetzt so im Schnitt täglich damit, das zu spielen? StarCraft 2. Ja, ziemlich viel Zeit leider. Eigentlich müsste ich viel besser sein dafür. Leider, aber wie viel Zeit so in etwa im Schnitt? Was denkst du so am Tag? 6-7 Stunden bestimmt. 6-7 Stunden, die du tatsächlich dann auch spielst, ne? Ja, im Schnitt vielleicht nicht. Okay. Wenn ich mal in Urlaub bin, das muss man ja alles lassen. Ja, gut, okay, wenn man das dann rausrechnen würde. Aber so in der normalen Woche schaffst du es schon so auf die entsprechende Zeit. Ja, aber es ist halt viel, also One-on-One spiele ich halt ziemlich wenig. Es ist halt viel Team-Games und viel mit den Leuten halt, mit denen ich zu tun habe. Also es ist vom Spielen her, rein spielen ist halt wesentlich weniger. Was gibt dir das Spiel? Warum verbringst du denn so viel Zeit damit? Gute Frage. Es macht Spaß. Ja, das ist schon mal ein wesentlicher Faktor. Und man kann sich immer verbessern noch. Das ist natürlich immer Motivation. Und die Leute halt, die man kennenlernt. Ja, es hätte wahrscheinlich auch ein anderes Spiel sein können. Wahrscheinlich, aber jetzt hast du das gefunden und bist dabei hängen geblieben. Ja, gibt es nichts anderes mehr. Jetzt spielst du ja Protoss, wie wir ja auch hier in der Übersicht sehen können. Race Protoss. Warum hast du dir gerade die Protoss ausgesucht? Ja, also ich habe in StarCraft 1 habe ich eigentlich, ich habe mit Zerg ursprünglich angefangen und dann Terra gespielt und am Schluss halt Protoss und dann war das irgendwie, ja, es hat mir am meisten zugesagt vom Spielstil halt. Was ist daran jetzt so besonders oder was war daran jetzt so grob anders?
Tja, also Terra ist schon zum Beispiel, das wäre mir viel zu, also jetzt in StarCraft 2, StarCraft 1 war es ja auch schon so viel zu mikrolastig. Ich meine, ich bin nicht so schnell, ich habe nicht das Multitasking und wenn dann die Einheiten einfach sterben und man dann das Spiel schon verloren hat, dann ist halt irgendwie, es geht halt gar nicht. Es geht nicht. Aber weil du ja selber sagtest, du hast halt mit Zerg eben angefangen und dann Tavern ausprobiert. War das nur so ein Probieren, um die Rassen einfach mal generell kennenzulernen? Oder hatten dir die Zerg dann nicht so gefallen und du wolltest deswegen eine andere Rasse ausprobieren? Oder wie hat sich das abgespielt? Naja, ich hab Zerg damals noch auf Big Game Hunters gespielt. Also ich weiß nicht, es sagt wahrscheinlich niemand mehr was. Es war also eine reine Makro-Karte und dann wollte ich halt One-on-One spielen auf einer normalen Karte, auf Lost Temple damals noch. Und dann habe ich halt damit Terra angefangen und weiß nicht, mal alle Rassen halt durchprobieren. Würde ich auch jedem raten, sollte man immer tun, um zu schauen, was einem halt am besten liegt. Ja, und Protoss waren dann letztendlich das, was sich irgendwie am besten anfühlte Ja, genau. beim Spielen. Okay, ja, ist eine super Sache. Jetzt ist ja nun Heart of the Swarm seit ungefähr 2 Wochen draußen. Wie gefällt dir die Kampagne und die Änderungen, die im Multiplayer vorgenommen worden sind? Also die Kampagne fand ich toll. Was hat Ein dir besonders bisschen. gefallen? Also es war, also der es war linearer von der Story her. Also nicht so wie Ja. in WoW mit diesen separaten Sachen, immer diese Geschichte und diese. Und das war irgendwie ein bisschen durcheinander. Und Ja, diese deswegen Nebenhandlungsstränge. hat mir das Lineare besser gefallen. Und es war halt ganz cool gemacht mit diesen Entwicklungsmissionen zusätzlich und so. Aber es war halt, es war zu kurz. Und es war zu einfach. Ja. Also in WoW habe ich habe auf schwer durchgespielt und in WoW habe ich da echt mehr Probleme gehabt. Und dann jetzt, das war irgendwie einfach. Ich Und weiß im nicht. Multiplayer-Bereich, die Veränderungen, die jetzt gekommen sind? Finde ich toll. Also es macht es auf jeden Fall. Das ist ungefähr, fühlt sich das halt so an wie StarCraft zu Brood War damals, StarCraft 1 zu Brood War. Das StarCraft, also das ohne Brood War, war halt irgendwie unvollständig. Das war irgendwie, da war zu wenig, da konnte man nicht so viel. Es war ja auch ziemlich festgefahren jetzt zum Schluss, finde ich, von den Taktiken und so weiter. Und ja, und jetzt ist das natürlich, ha, jetzt hat man mehr Möglichkeiten, jetzt muss man alle Techs mal spielen und ja, ich finde es toll, es ist eine tolle Neuerung. Welche neue Einheit nutzt du jetzt am meisten? Gibt's überhaupt So eine? wie immer bin ich ja da nicht sehr offen für, aber den Mothership Core natürlich, weil Für der Protoss inzwischen unverzichtbar geworden. super, ganz toll. Außer dass er immer vorfliegt und abgeschossen wird. Aber sonst, ja, ich meine, Oracle finde ich auch ganz cool. Benutze ich jetzt nicht so oft, aber ist eigentlich eine tolle Sache, dass man jetzt Stargate spielen kann, ohne an die Tees zu sterben, zum Beispiel. Aber den Tempest, mit dem kann ich noch überhaupt nichts anfangen. Okay, noch nicht im Late-Game-Einsatz zur Schade, Einsatz als schade, sowas. ja. Jetzt hast du ja selber schon gesagt, dass du findest, das fühlt sich jetzt ein bisschen kompletter an. Gibt es trotzdem noch irgendwas, wo du quasi in der dritten Erweiterung drauf hoffst, wo du sagst, das wäre jetzt noch irgendwie so eine Einheit, muss ja auch nicht nur für Protoss sein, sondern vielleicht auch für die anderen Rassen, wenn du da so drüber nachgedacht hast oder das so siehst, wo du sagst, sowas würde ich mir noch irgendwie wünschen oder sowas fehlt? So eine Einheit wäre irgendwie schlecht oder auch nur irgendeine Fertigkeit oder irgendwas? Ich weiß nicht, also ich müsste jetzt erstmal, ich hotze es noch so neu und es fühlt sich alles ziemlich gut an. Also ich finde es total toll. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass da jetzt noch was fehlt oder so, weil es jetzt einfach noch zu frisch. Das wird man ja dann sehen, Ja. ob einem da irgendwie, Ja, das Metagame muss sich wohl auch erst entwickeln, ja, damit man dann so ob da sehen irgendwas kann. immer ist und ob, ja, ob man mehr Einheiten gegen Zerg braucht und so. Okay. Im Vergleich jetzt zu den anderen Rassen, wir hatten es ja schon mal kurz angeschmissen, was findest du an Protoss leichter oder schwerer als für die anderen Rassen? Du hast jetzt ja nur noch alle Rassen mal ausprobiert, so ein bisschen, also sowohl in StarCraft 1, aber auch in StarCraft 2 ja ab und an mal so cross gespielt. Von daher gibt es irgendwas, wo du sagst, das findest du für Protoss schwieriger und das ist leichter? Naja, ich spiele ja Protoss, weil ich faul bin. Also ich finde, es ist schon relativ. Also die meisten Sachen sind leichter. Das ist meine Meinung. Sonst würde ich es nicht spielen. Weil man halt, ja, die Einheiten sterben halt nicht sofort und so. Ich meine, jetzt gerade mit den Minen in HOTS und so, das ist ja. Da lache ich halt, dann wird da ein Stalker abgeschossen. Ja, mein Gott, die außen rum, die Schilde sind ein bisschen weg, aber ho, ich habe halt mal nicht hingeschaut, egal.
Aber im Prinzip, ich finde das Makro ziemlich leicht und das Mikro ziemlich leicht. Keine Ahnung. Und schwerer ist jetzt eigentlich nur, also ich finde halt, also ich fand es bis jetzt, bis heute ziemlich blöd, dass man so defensiv spielen musste, irgendwie als Protoss. Aber jetzt ist es ja durch den Mothership-Core und so, ist es ja schon besser geworden und weiß nicht. Und naja, ja. Ja, ich habe das immer gehört. Achtung! Ich muss ja regelmäßig umblenden, ja. Ja. Aber da wir im Augenblick in dem Bildschirm sind, macht das noch nichts. Ach so. So. Ja, schwerer ist halt, ich meine, wenn man in Woll engaged hat und man hat einen blöden Moment erwischt, irgendwie, man konnte sich nicht zurückziehen. Das heißt, man musste sich immer genau überlegen, wann, wo, was, weil wenn es scheiße läuft, dann hast du das Spiel verloren, weil dann ist deine ganze Armee im Arsch. Weil gegen Stim weglaufen geht nicht und gegen Zerg auch nicht. Und halt, ja, dieses Defensivspielen gegen Zerg ist halt ziemlich schwierig, finde ich. Also, da darf man irgendwie kein Force Field falsch setzen oder sowas. Ich meine, das ist jetzt alles ein bisschen besser geworden durch den Mothership Core, durch die Cannon auf dem Nexus und so weiter. Schon besser geworden, aber ja. Ansonsten würde ich halt immer noch sagen, Rot, das ist die leichteste Jetzt hast du gesagt, die anderen Rassen ja auch mal angespielt, als du das gemacht hast. Was hat dir dabei so am wenigsten oder auch am meisten Spaß gemacht, wenn du so andere Rassen mal ausprobiert hast? Gab es da irgendwas, was sich so direkt einstellte? So, das erste Mal Terran gespielt und gleich gemerkt, das ist ja richtig mies oder das ist ja geil oder bei Zerg vielleicht was ähnliches? Muss ich jetzt überlegen. Ich meine, Zerg ist halt, ich weiß nicht, das Makro, das macht schon Spaß. Und das ist, deswegen Zerg wäre auch meine zweite Wahl, definitiv. Terra geht gar nicht. Das geht überhaupt Was an nicht. Terra so furchtbar? Naja, es ist halt, die Einheiten sterben zu schnell, man muss drauf achten und das Mikro halt haben. Ich kann dieses Rumgefuddel da nicht. Das geht überhaupt nicht. Und weiß nicht, das ist halt, ja, das Makro ist halt das Schlimme, das kann ich ja. Ich bin weder im Makro perfekt, was man wahrscheinlich für Zerg sein müsste, noch im Makro perfekt, was man bei Terra sein müsste. Und dann Deswegen spiele ist ich Protoss. Protoss eine gute Zwischenrasse. Okay, das ist mal ein interessanter Einwurf. So hat man das, glaube ich, auch noch nicht gehört. Welches der Matchups beherrscht du denn am besten und welches am schlechtesten? Und warum glaubst du, ist das jeweils so? Ja, im Moment ist es halt, jetzt ist Hotz ja ziemlich frisch, aber Protoss gegen Protoss, definitiv im Moment das Beste, aber das liegt halt nur an der Strat. Was für eine Gewinnratio hast du da im Augenblick? Ja, so 83% Okay. PvP. Und welche Strategie benutzt du? Ich glaube, das wollen sicherlich einige wissen. Ja, das ist mal ein ganz tolles Two-Gate am Anfang, also mit 11er, 13er Gate, drei Lots raus, die Krone boostet. Ist nämlich ziemlich schwierig für die meisten Protosse im Moment, das zu halten oder, naja, zumindest nicht so viel Schaden halt einzustecken, weil sie halt das Doppelgas spielen am Anfang, weil die meisten Stargate spielen. Und da macht es ziemlich viel Schaden und dann spiele ich die Tees hinterher. Das klappt eigentlich Ja, echt gut. zu 87%. Ja, zu 83% 83%, dann, ja. offenbar ganz gut, ja. Ja, doch, das funktioniert, aber ich meine, wenn sich die Protosse darauf einstellen, dann muss ich mir halt wieder was anderes überlegen. Das ist natürlich immer eine Entwicklung, das ist ja das Schöne am Spiel, Ja, dass das immer wieder stimmt. was Neues dazukommt. Und ein schlechtes Matchup? Ja, Zerg Zerg, ist. mit wie viel Ratio da? Ich glaube, im Moment habe ich mich immerhin von 26 auf 32% gesteigert. Also negativ, okay. Ja, super. Und woran liegt das, glaubst du? Naja, ich weiß nicht. In Woll hatte ich am Anfang wirklich das erste Jahr oder so, war das mein bestes Matchup. Das lief total gut. Aber da lief es ja auch lange Zeit für Zerg irgendwie schlecht. Ne? Zerg haben Ja, sich ja lange Zeit sehr beschwert und aufgeregt, dass sie in Woll nicht die richtigen Scouting-Möglichkeiten haben und andere na. Dinge. Ne? Und danach ging es ja in Woll auch total bergab für mich. Also gegen Zerg. Nach Und dem jetzt. Queen-Buff dann, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wann das war. Das war so zu dem Zeitpunkt, glaube ich, als dann dieser Roach-Charakter kam mit Stefano Ah, und so. Ich glaube, da ungefähr war das, als wo Stefano das den eng. Roachmax populär gemacht hat. Ja, weiß nicht. Ich habe mein Two-Gate gespielt, ich habe dann die Tees hinterher gespielt und das ging immer super. Dann noch ein Charge dort, Arcan, All-In und dann war es
vorbei. Das ging dann halt nicht mehr, weil sie früher leer hatten und weil sie, was weiß ich, das hat halt nicht mehr funktioniert. Hm. Und jetzt, ich weiß es nicht, im Moment können die Zerg gegen mich alles spielen. Hm. Ich verliere gegen alles. Hm. Das ist irgendwie das würde traurig. Das würde die Win-Ratio natürlich erklären. Ja, ich sterbe gegen Wailing Bass, obwohl ich es nicht sollte, weil man das ja schon von Vol kennt. Ich sterbe gegen Road Hydra, ich sterbe gegen Mutas natürlich, ich liebe Mutas. Und, schon irgendwelche Gedanken geschlossen, wie du dich in Zukunft dagegen wehren willst? Naja, ich habe jetzt schon mal meinen Two-Gate ad acta gelegt, mehr oder minder, nur noch auf speziellen Maps nicht mehr. Also auf speziellen Maps spiele ich es noch, aber ja, weiß nicht. Ich muss halt leider so spielen wie jeder, denke ich mal. Das hasse ich ja. Ich meine, ja, in Vol hatte ich ja dann noch die tolle Taktik hier mit Double Stargate Carrier und dann Arkans, dann Mothership und juhu, da war ein Vortex. Und jetzt ist leider... Ja, kein Vortex mehr da. Das ist sehr schade. Jetzt hast du es im Grunde ja schon angesprochen, dass du dann spielen musst wie alle. Also ja, im Grunde bist du ja doch recht stolz auf deinen eigenen Spielstil. Was gefällt dir an deinem Spiel besonders und was kannst du irgendwie gar nicht leiden? Was macht dein Spiel so für dich irgendwie erfreulich? Also was sind so Sachen, wo du dich wirklich drüber freust, wenn du merkst, das gelingt mir im Spiel, und was sind so Dinge, die du irgendwie an deinem Spiel gar nicht leiden kannst? Ja, also ich freue mich immer, wenn halt Taktiken funktionieren, wo alle sagen, das funktioniert eh nicht. Mhm. Dass man doch zeigen kann, man kann auch anders spielen, man muss nicht Mainstream spielen. Das freut mich immer, ja. Aber was ich nicht leiden kann, ist halt, dass ich wirklich sehr intuitiv spiele, ich reagiere halt total auf den Gegner und habe aber dann manchmal keinen Plan und alle auf meinem Stream wundern sich dann ja auch, wie kann man so Master sein, wenn man so irgendwie vor sich hin spielt. Ja, wenn ich ein bisschen mehr plan und ein bisschen mehr, ja, das perfektionieren würde, dann wäre ich mit Sicherheit auch besser. Hm. Aber vielleicht geht mir ja dann was verloren, mein Spielspaß, weil ich spiele halt drauf los und ich finde das halt witzig. Ich sage dann auch immer, ja gut, dann ist das jetzt nicht ganz perfekt, aber egal, weil, ja, ich scout auch mit der 9er Probe, das ist nicht toll, das würde niemand machen, aber da fühle ich mich sicherer. Ich scout auch mit 9er Probe. Nur mich zu holen. Ja, also gegen jede Rasse und ja, weiß nicht. Das sind halt, ich lasse mir da halt wenig sagen, das ist vielleicht nicht so gut. Hm. Manchmal sollte man sich vielleicht auch was sagen lassen. Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass du im Grunde damals mit StarCraft und dann vor allen Dingen auch Brood War angefangen hast. Da hast du ja auch im Grunde wirklich sehr intensiv ja auch gespielt, auch an vielen Turnieren und ähnlichen Dingen teilgenommen. Was war denn so generell deine Position in Brood War? Erzähl uns doch vielleicht ein bisschen was aus der Zeit. So Dinge, die dir noch irgendwie besonders im Gedächtnis geblieben sind. Meine Position? Naja, also so dein Platz im Grunde halt in dieser Brood War Community. Also wofür warst du im Grunde bekannt oder was war dann so wichtig auch für dich daran, an solchen Turnieren auch teilzunehmen oder so? Ich bin halt viel auf LANs gefahren. Das fehlt mir jetzt ja ziemlich, weil man kann ja jetzt übers Internet alles machen und da lohnt sich das eigentlich schon gar nicht mehr auf LANs zu fahren. Und das wirklich, also damals bin ich viel auf LANs gefahren, da gab es auch Brood War LANs, also reine Brood War LANs für Fußballspieler, logischerweise. Und Spielerinnen. Ja. Und das war immer sehr lustig. Da war die Community noch ein bisschen kleiner, logischerweise. Ein bisschen ist gut, viel kleiner. Und da kannte man sich auch. Und es war echt schön, und die Leute immer wieder zu treffen und mit denen zu spielen. Und ja, also viel LANs, auf vielen LANs war ich da. Dafür war ich eigentlich bekannt, in Anführungszeichen. Aber jetzt ist es ja auch schon ein interessanter Schritt. Also du hast ja gesagt, dann durch deine Brüder bist du im Grunde so in Brood War oder in StarCraft 1 reingekommen. Was hat dich dann dazu gebracht, dann auf LANs fahren zu wollen und das zu machen? Das ist ja schon irgendwie ein Schritt. Ne? Also erstmal zu sagen, okay, ich spiele es halt gerne und spiele zu Hause. Und dann aber zu sagen, hey, ich fahre auf LANs und messe mich da mit anderen Spielern live. Ja, also ich meine, ich hab halt schon... Seit es LAN gibt, auch schon mit BNC und so, hab ich ja schon LAN-Partys gehabt, auch zu Hause halt und so. Und dann, keine Ahnung, die ersten LANs halt mit 20 Leuten und so weiter und so fort. Also ich bin halt schon immer auf LANs gegangen. Also es war jetzt nichts Spezielles für Brood War, das war auch schon davor halt. Mhm. So, also. Aber da hast du jetzt ja nun kompetitiv auch an größeren Turnieren teilgenommen. Das größte Ereignis war dann die World Cyber Games, ne? Die National Finals. Die National Finals. Ja, und das war wann?
Das war von 2005 bis 2009, glaube ich. Da hast du jeweils jedes Jahr daran teilgenommen? Ja, das war. Ich habe mich halt über die LAN-Partys, über die Turniere qualifiziert. War das denn von Anfang an so dein Ziel, als du dann auf die LAN-Partys drauf bist, dass du dachtest, ja, jetzt will ich mich ja für die National Finals qualifizieren und dann womöglich für Deutschland antreten? Nee, das war erstmal nicht das Ziel. Das war dann so nebenher, hat man das dann gesehen, oh, da gibt es ja das. Und ach ja, da könnte man ja dann das auch in Angriff nehmen, dass man sich da bemüht, dass man da hinkommt und so. Ich meine, ich wurde ja hart geflamed deswegen und so. Aber wie hast du denn überhaupt dann quasi gemerkt, dass du merktest, ja, ich bin irgendwie gut genug, ich will das mal probieren? Also was war denn so der Knackpunkt? Kannst du dich da noch irgendwie erinnern? Ich habe mich nie gut genug gefühlt. Aber du bist ja trotzdem hingegangen. Also von daher muss ja irgendwo der Punkt gewesen sein, wo du gesagt hast, ja, jetzt will ich mal schauen, wohin ich es mit meinen Fähigkeiten bringe, oder? Wie war die Frage? Scheiße. Nein, die Frage war halt letztendlich, also dieser Schritt, dass du dann im Grunde von dir aus selbst dann sagst, ja, ich möchte jetzt zum Beispiel mal an solchen Qualifiern ja auch teilnehmen für die National Finals und den ganzen Kram. Also das hat sich halt ergeben durch die LANs halt. Ich habe halt auf LANs war ja jetzt nicht sonderlich viel Konkurrenz, dadurch, dass die Community relativ klein war. Viele haben halt Pootwar nur so nebenher gespielt, aber nicht im Battle.net. Damals und da war die Konkurrenz ja dementsprechend klein und auf LANs konnte ich dann halt recht oft halt gewinnen und so kleine Sachpreise mitnehmen und so und dann hat sich das halt so ergeben auch mit den National Finals. Es ist ja dann so gekommen und ja, ich meine, ja. Ich hatte schon erwähnt, du bist deswegen ganz schön geflamed worden. Was für eine Geschichte steckt da dahinter? Naja, ich meine, ich war jetzt wirklich, also ich halte ja sowieso nicht viel von meinem Skill und ich habe auch damals nicht viel davon gehalten. Deswegen sage ich ja, die hatten ja gar nicht so Unrecht. Ich habe mich aber trotzdem halt qualifiziert dafür und deswegen, ich wurde halt geflamed, weil ich halt da nicht hingehöre so auf die Art. Und okay, also einige der Leute meinten, dass du da gar nicht teilnehmen solltest. Also ist ja nicht so angenehm. Ja. Ich wurde sogar bestochen. Bestochen aufzuhören? Bestochen also. Von Leuten, die dann nachgerutscht. Aha. Dass ich doch verzichten soll, aha, dann würde ich ja ein Headset kriegen oder so irgendwas von den. Ja, das ernsthaft? Ist tolle Geschichten. Das sind ja, theoretisch wollten wir davon gerne mal ein paar hören. Dafür sitzen wir ja hier, das ist ja die Möglichkeit. Aber ihr habt ja nachher auch noch ein bisschen die Gelegenheit, ein paar Fragen zu stellen, vielleicht können wir dann darauf nochmal eingehen. Ja, da du ja aus Blood War im Grunde kommst, ist natürlich die Frage recht naheliegend, was dir denn jetzt am neuen StarCraft im Grunde besser oder schlechter gefällt. Also gibt es irgendwelche Dinge, die du schmerzlich vermisst oder Sachen, wo du irgendwie froh bist, dass die jetzt anders sind? Naja, schmerzlich vermissen den Arbiter und den Lurker, obwohl ich kein Zergspieler bin, aber das waren schon tolle Einheiten, es ist sehr schade, dass die rausgefallen sind. Und ansonsten war es halt in Brood War einfacher, sich halt vom Skill her von dem Mainstream halt abzusetzen, weil es mehr Möglichkeiten gab. Man also es war ja schwieriger, dadurch, dass das Makro und so, du musstest jedes Gate einzeln anklicken und so weiter und so fort. Und je mehr man gespielt hat und je besser man geworden ist, also da war der Unterschied zwischen einem normalen Spieler quasi zu einem, der halt regelmäßig gespielt hat, so enorm und das konnte man auch noch steigern, weil man konnte sich immer noch verbessern, viel, viel, viel mehr verbessern, weil es halt einfach viel anspruchsvoller war. Es ist nicht unbedingt besser, aber viel anspruchsvoller vom Makro halt war, total. Und ja, das jetzt in StarCraft 2 ist es halt so, jeder, der StarCraft 2 anfängt, kann schon auf einem gewissen Niveau spielen. Da ist der Unterschied dann zwischen jemand, der halt öfter spielt, ist dann nicht so krass wie halt damals. Es war halt schön zu sehen, dass man viel, viel, viel besser war als die meisten anderen. Jetzt ist der Unterschied halt nicht mehr so krass. Das finde ich halt irgendwie schade. Mhm. Spielst du manchmal noch Popo? Nein. Gar nicht mehr. Nee, es ist voll die Ungewöhnung. Wow. Die Pixel und dann natürlich die Wegfindung und halt 2D und so, das ist schon, nee. Wow. Gibt es denn gewisse Dinge, die du so mit herüber transportieren könntest, wo du sagst, klar, das bringt es mir jetzt absolut, dass ich früher mal Blood War gespielt habe, das ist jetzt ein klarer Vorteil für mich im neuen Spiel? Ja, natürlich. Also vom Spielprinzip ist es ja das Gleiche. Mhm. Also klar, das hat auf jeden Fall viel gebracht. Ich meine, obwohl man, glaube ich, weniger Worker gebaut hat in StarCraft 1. Nein. Nee, auch nicht so viel. Worker? Nee. Nö. Gar nicht.
Wahrscheinlich im Gegenteil eigentlich. Also Worker weniger? Nein. Ja, man musste die Worker noch einzeln an die Mineralien schicken. Schicken, ja. Ich kann mich cool erinnern. Ja. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja, nee, das... ab den Faden. Was du noch rüber transportieren konntest. Also Dinge, an die dich... Wir hatten einmal gesagt, klar, das Spielprinzip an sich ist dasselbe. Und andere Fertigkeiten, die dir noch nützlich sind. Ja, das war halt alles. Also im Prinzip hat sich ja nichts geändert. Vom ganzen eben Spielprinzip, von Scouten, von sonst was und so weiter. Es hat sich ein bisschen verlagert. Das Makro ist ja viel leichter geworden und so, dass man jetzt eher aufs Mikro, ja, ist halt so. Oder, ja, aber im Prinzip, ich bin ja am Anfang, klar, ich ja so damals halt Dia war ja das Höchste, bin ich gleich, obwohl ich ein paar Spiele gemacht habe, da hat man ja dran gemerkt, also gesehen, dass es ist kein großer Unterschied. Ich bin ja dann auch gleich als Master, gleich in die Master League gekommen, weil die Grundlagen sind halt da und die Grundlagen nimmt man halt mit. Und hast dich ja seitdem auch schön in der Top 8 Master jeweils gehalten, sowohl. Nee, Top 8, na, wäre schön, aber... In den letzten Saisons hat es, glaube ich, immer wieder zum Abschluss in den Bereichen gelangt. Zumindest warst du lange Zeit immer drin, auch wenn da natürlich viel Bewegung ist, weil da ja nun auch viel gespielt wird. Aber ich bin da immer so an der Grenze quasi. Ich würde ja gerne mal Grandmaster werden, aber da müsste ich mir ja was sagen lassen. Da müsste ich ja auch Tipps annehmen und so. Kritik. Spielst du denn noch andere Real-Time-Strategy-Titel? Oder... Nö, ich spiele eigentlich gar nichts anderes. Okay. Geht einfach zu viel Zeit für StarCraft drauf? Ist das Interesse für andere Titel nicht da? Eigentlich schon, aber wenn ich was mache, dann will ich es richtig machen und deswegen will ich die Zeit halt auch für StarCraft dann aufbringen. Und es gab auch noch nie so einen Punkt, wo du wirklich gesagt hättest, boah, jetzt geht mir StarCraft irgendwie so auf den Sack, ich will doch mal was anderes ausprobieren. Ich meine, ich habe Diablo 3 jetzt zum Beispiel gespielt letztes Jahr. Aber ist ja kein RTS-Titel. Ja, nö, aber also andere Spiele schon so ab und zu mal rein, aber RTS, was gibt es denn da groß an Konkurrent? Weiß ich nicht, World of Tanks ist sicherlich halt eben noch eine große... World of Tanks? Noch eine große... Ist auch keine Strategie. Entschuldigung. Nein, nee. Ja gut, im E-Sports-Bereich natürlich jetzt vielleicht auch nicht immer, ne? Aber Age of Empires ist sicherlich noch ein Spiel, das recht ähnlich ist vom Aufbaustrategie-Teil her. Ja. Nee, also das wäre sicher. Das hat mir nie so gefallen, die Serie, muss ich ehrlich sagen. Aber LOL wäre jetzt, wenn man das unter RTS sehen würde. Sind ja viele hingegangen zu LOL, aber. Und das reizt sich überhaupt nicht als Spiel? Schon mal angespielt? Ja. Und ich muss sagen, ich war immer voller Vorurteile diesem Spiel gegenüber. Aber eigentlich hat es Spaß gemacht, sehr einsteigerfreundlich. Deswegen, ich konnte da gleich mitspielen und konnte gleich Erfolge haben. Und irgendwie, deswegen kann ich schon verstehen, dass das so erfolgreich ist. Die Spieldesigner haben sich alle Mühe gegeben, die Motivationskurve hochzuhalten. Doch, das hat eigentlich Spaß gemacht. Ich habe so 10 Spiele oder so gemacht. Aber ich muss sagen, es war schon... ganz gut, aber so auf Dauer, nein. Was macht denn der Mensch Julia Syrer im Grunde abseits von OC? Was hast du sonst noch so für Hobbys oder Dinge, die du in deiner Freizeit erledigst, wenn noch was neben StarCraft übrig bleibt? Ja, ich bin voll der Öko. Ich gehe wandern. Ja, ich gehe wandern, das ist eigentlich das Haupthobby, würde ich sagen, neben StarCraft. Und was ja mal dem alten Vorurteil entgegenspricht, dass Zocker nur zu Hause hocken. Ja. Und ich spiele noch Volleyball, auch freizeitmäßig. Und ja, dann halt so Standardsachen wie Lesen und so. Lesen und so. Das ist so. Lesen, Musik hören, Freunde treffen. Immer. Ja, nein, Musik hören nicht und Freunde treffen. Freunde? Da würden wir ja schon wieder fast ein weiteres Vorurteil bestätigen. Die vermeintliche soziale Isoliertheit. Also ich bin auch total sozial inkompetent. Inkompetent, wollte ich sagen. Kann man jetzt ja auch nicht direkt von sich behaupten. Wir machen eine kurze Pause. Und wenn wir zurück sind, wird Uzi uns durch eins ihrer Spiele geleiten, die sie freundlicherweise mitgebracht hat. Und uns dann ein wenig Einblick in ihre Entscheidungsfindung gönnen. Bleibt also dran, wir sind gleich wieder da.